das Produkt zweier Kategorien ist wie bei dem Produkt zweier Gruppen einfach nur die Klasse der Paare von Objekten und die Klasse der Paare von Morphismen, die Verknüpfung komponentenweise definiert. Und wie bei Gruppen stellt sich dann raus, dass die Axiome der Kategorie wieder erfüllt sind. Hier betrachten wir dann Kategorien weniger als Werkzeug, als Teleskop oder Mikroskop, um Strukturen zu untersuchen, und eher selber als Struktur. Ja, das ist quasi eine Zweisicht auf Kategorien. Wir können sagen, das ist eine interessante Struktur, die untersuchen wir. Und es ist ein Werkzeug, das benutzen wir. Und das ist üblich in Mathematik, dass wir eine Theorie, eine Konstruktion, eine Definition haben, welches einerseits selber Untersuchungsfeld ist und gleichzeitig Werkzeug, weil wir nämlich unsere Werkzeuge untersuchen, wenn wir sie benutzen. Das ist erstmal völlig unüberraschend. Jetzt rein von der Definition her, ein Bifunktor ist jetzt einfach ein Funktor von einem Produkt zweier Kategorien in eine andere. Da das Produkt ja eine Kategorie ist, können wir Funktoren definieren. Warum heißen die Bi? Weil das entspricht quasi einem Funktor mit zwei Parametern. Wir kennen eine Funktion mit zwei Parametern, nämlich HOM. HOM ist ja selber ein Funktor. Und zwar jedes Mal, wenn ich eine Stelle festmache und die andere als Variable halte. Wenn ich jetzt beide als Variable habe, dann habe ich quasi irgendwie so eine Funktion mit zwei Parametern. Und jetzt stellt sich die Frage, ist das jetzt so ein Bifunktor? Also kann ich das erweitern auf einen Funktor von C dual Kreuz C. Also ihr müsst dual nehmen in dem Fall bei dem Produkt, weil es in der ersten Komponente kontravariant ist. Und es stellt sich heraus, dass das der Fall ist, wenn wir so eine Konstruktion haben von zwei Scharen von Funktoren. Dann fehlt übrigens die Definition für bestimmte Morphismen bei der Zuordnung. Dann gibt es einen Ansatz, mit dem wir das erweitern können, und der führt zu einem Bifaktor, Funktor, wenn das Konstrukt vorher die sogenannte Bifunktor-Konstruktion erfüllt hat und der HOM-Funktor erfüllt die Bifunktor-Bedingung, weil bei dem HOM-Funktor diese Gleichung gilt, dass man F und G, also die Bilder davon, vertauschen kann. Das ist genau auf den HOM-Funktor umgemünzt, die Bifunktor-Bedingung. Die Definition von Produkt, die schreibe ich jetzt, also wie immer, diese ganzen normalen Standardsachen, man nehme sich sein Lieblingskategorienlernbuch und da steht es dann irgendwie drin. Also ich kann auf jeden Fall das Produkt zweier Kategorien bilden und das besteht dann einfach aus solchen Paaren von Objekten und es besteht aus F, Gs als Paaren von Morphismen. Und zwar so, dass das passt. Ich bin jetzt hier in C und da bin ich in D. Und jetzt habe ich hier zwei Objekte mit einem Pfeil. Und hier auch. Dann ist F und G. Und das ist C1 und C2. Und Quatsch. D1 und D2. Und dann ist eben F, G ein Morphismus von C1, C2 nach D1, D2. Jetzt machen wir mal ein Beispiel mit kleinen Kategorien, die wir ja irgendwie so grafisch darstellen können. Dann kann man sich das nämlich auch noch mal ein bisschen besser vorstellen. Sei jetzt mal C die Kategorie mit zwei Objekten und zwei Pfeilen nach unten, E und E'. Und die Kategorie D sei einfach nur zwei Objekte mit einem Morphismus G. So, hier nennen wir die Objekte 1 und 2. Also wir nehmen die beiden Zahlen 1 und 2 als Objekte. Einfach nur, damit wir gleich bei dem Hinschreiben besser wissen, ob wir in C und D sind. Und hier nennen wir sie A und B. So, wenn wir jetzt das Produkt bilden, dann haben wir als Objekte 1, A, 1, B, 2, A und 2, B. Ja, das ist einfach das Kreuzprodukt der Klasse der Objekte. Und wir haben dann entsprechend die Morphismen. Hierunter ist es E, ID auf A und E, ID auf A. Ja, das ist ID auf 1, G und ID auf 2, G. Ja, und hier wieder
das gleiche wie drüben, e, idb und e, also e' idb. So, und dann haben wir noch die Diagonalen. Ich nenne die jetzt mal d und d'. Und da gilt dann, d ist e, g und d' ist e'g. Ja, so sieht das hier ist jetzt C Kreuz D, wenn C und D diese sehr kleinen Kategorien sind. Man kann sich das jetzt optisch vorstellen, als würde man, also es gehen beide Wege, sich die Kategorie D nehmen und als Punkte jeweils C einsetzen. Ja, dann nehme ich eine Kopie von C und setze die einmal hier hin als A und einmal als B und dann gibt es so einen riesigen Pfeil darüber. Von dieser Kopie von C nach dieser Kopie von C. Und dieser Pfeil darüber ist quasi unser G, der dann aber jeweils mit den verschiedenen Morphismen, die es drüben gibt, nämlich ID1, E, E' und ID2 verknüpft wird. Ja, oder ich gehe von der Kategorie C aus, habe ich ja die Objekte 1 und 2, und setze jeweils, und das ist dann das obere und das untere, eine Kopie von D dahin. Dann habe ich hier zwei Morphismen nach unten. Das sind sozusagen zwei erstmal von diesen Strukturen. Die muss ich dann jeweils aufsplitten an die verschiedenen Stellen. Das erinnert natürlich, aber das Wort sollte ich weglassen, das erinnert an das Produkt von Graphen. Also wer sich mal mit dem Produkt von Graphen beschäftigt hat, das sieht alles ganz genauso aus. Das ist auch nicht so ein Wunder, weil Kategorien sind ja nur Graphen mit speziellen Eigenschaften. So. Ein Bifunktor nun ist nichts anderes als ein Funktor von einem Produkt von zwei Kategorien in eine dritte. Und wie gesagt, ich habe dann eben zwei Komponenten, deswegen kann man das Bifunktor nennen. Und natürlich genügt er dann allen Funktoraxiomen. Ne? Das ist erstmal nicht so überraschend. Eher das Wort, dass man dafür ein eigenes Wort hat. Weil man hat ja bei Funktionen von Kreuzprodukten von Mengen in eine andere Menge, dann sagt man ja auch nicht Bifunktion. Ja. Das sind einfach Funktionen. Manchmal sagt man Funktion in zwei Parametern. Ich könnte also auch sagen Funktor in zwei Parametern. So, jetzt haben wir mit HOM einen Kandidaten. Wenn wir uns das mal angucken, dann ist es ja so, das liefert zwei Scharen. Ja, wenn ich hier ein festes C einsetze, dann ist das ein Funktor. Und wenn ich hier ein festes D einsetze, ist das auch ein Funktor. Und zwar geht der von C nach Z und der geht von dem Dualen von C nach Z. Das heißt, ich habe zwei Funktoren von verschiedenen Kategorien nach Z. In Wirklichkeit, dieses HOM selber hat dann zwei Parameter. Also wenn ich jetzt hier einfach zwei Objekte einsetze, ne, irgendein C und irgendein D, dann erhalte ich ja ein Objekt von Z, also eine Menge. Und das ist genau das, was ich hier brauche. Das Problem hier, wenn ich jetzt das als Bifunktor ansehen möchte, dann fehlen hier, weil ich ja nur diese beiden Scharen habe, es fehlen die Zuordnungen von Paaren von Morphismen. Ja, die kommen hier nicht vor. Also weil ich habe nur diese beiden Definitionen. Ich kann zwar zwei Objekte einsetzen, das fehlt, das haben wir nicht. Das ergibt sich nicht hier draus. Das heißt, zumindest haben wir das Problem, von wegen ist das jetzt ein Bifunktor, das ist nicht auf dem kompletten Produkt C Stern mal C definiert ist. Aber vielleicht können wir es geschickt erweitern. Die Antwort lautet übrigens ja. Und das untersuchen wir mal ein bisschen allgemeiner, nicht auf HOM, weil das liegt gar nicht an HOM, sondern wir haben eine allgemeine Situation. Sei jetzt mal K, also allgemeiner, ein Ding von C Kreuz D in D. Also das sind alles drei Kategorien. So. Und zwar so, dass K, D und K, C, also diese beiden sollen Funktoren sein. Das heißt entsprechend, dass ich hier die Objektpaare auf Objekte in E abbilde. Ne? Also ich kann jetzt ja hier was einsetzen und ich kann die Funktion aber nur hier einsetzen. So, das ist jetzt mal die Ausgangsposition. Also ich habe zwei Scharen von
Funktoren, die aber nicht beliebige Scharen sind, sondern die sind über eine Funktion gekoppelt. Also wenn man jetzt das anders aufsetzen würde und würde mit zwei beliebigen Scharen anfangen, ja, dann könnte ich ja sagen, ich habe eine Schar m, die wird über c parametrisiert und eine andere Schar über d. Und dann, weil ich hier aber mit einem k angefangen habe, brauche ich dann hier noch die Bedingung mit mc von d gleich ld von c. Das schreibt sich bei uns dann als kcd gleich kcd. Das heißt, es ergibt sich, sodass ich denke, dass man besser sich das so vorstellt. Mit einer Funktion in Anführungszeichen von C kreuz D, von dem Produkt in E, die aber irgendwie nur so halb definiert ist. Da kann man nämlich durchaus sagen, als Definition, K von, also wenn ich das jetzt auf Paare von Morphismen haben will, dann würde ich nämlich sagen, F, D definiere ich schon mal, also das ist ja schon gegeben, als ID von D oder so rum besser. Damit kann man sagen, ich habe auch diesen Teil hier eingebettet in so eine partielle Zuordnung der Paare der Morphismen in E. Also ich habe quasi eine Bi-Abbildung, die ist vollständig auf den Paaren, auf den Objekten des Produktes, aber nur partiell auf den Morphismen des Produktes definiert. So, und das sind aber Scharen in dem Sinne, dass sie jeweils Funktoren sind. Wenn ich die eine Stelle festhalte und die Frage ist jetzt, kann ich dieses Ding erweitern auf alle Paare von Morphismen und zwar so, dass das Ganze einen Funktor von dem Produkt gibt, also sprich einen Bifunktor. So, und dafür brauchen wir natürlich jetzt eine Definition für das Bild von einem Paar von Morphismen. Und da wählen wir folgenden Ansatz. K von F, G soll sein K von FB nach, verknüpft mit, ne, K von 1G. Das ist jetzt die Definition für ein erweitertes K, welches wirkt auf dem kompletten Produkt. Hier haben wir natürlich angenommen, F geht von 1 nach 2, G geht von A nach B. Jetzt macht das alles überhaupt keinen Sinn. Also wir nummerieren jetzt hier in diesem Stück die Objekte einfach mal durch. Oder wir die Beispielobjekte, die wir jetzt hier nehmen, sind, das ist ein bisschen blöd, ne, weil 1 und 2 sind jetzt Variablen. Aber dann schreibt sich's weniger. Also vielleicht müsste man sich hier überlegen, das immer zu ersetzen mit C1, C2. Aber dann muss ich immer so mit diesen ganzen Suffixen da rumhantieren. Das will ich nicht. Also 1, 2, 3, 4 sind jetzt mal Variablen hier. Ich gebe es zu, das ist leicht unsauber. So, das ist jetzt unser Ansatz. Das können wir natürlich einfach hinschreiben, weil die beiden Viecher, die gibt es ja. Ja, das ist ja einfach aus diesen, weil wir sagen, das sind Funktoren, kann ich die Einzelkomponenten bilden. Und was ich also auf jeden Fall machen kann, wenn ich diese Voraussetzung habe, ne, ein K von dem Produkt dahin, was auf allen Objekten definiert ist und teilweise auf den Funktoren, sodass diese beiden Teilscharen Scharen von Funktoren sind, dann kann ich immer das definieren, überhaupt kein Problem. Und man kann dann ausrechnen, dass diese Konstruktion, die ja dann nicht mehr partiell ist, sondern dann habe ich ja wirklich eine Bifunktion zumindest von dem Produkt nach E, dass diese Konstruktion fast alle Axiome eines Funktors erfüllt. Also alle Axiome, wenn man die mal so durchnummeriert, auch die für die Identität, außer dieses, wie soll man das mal nennen, Verträglichkeit mit der Verknüpfung von Morphismen. Das ist nicht garantiert. Das ist nicht garantiert. Alle anderen kann man einfach beweisen. Das heißt, wir haben jetzt mit dieser simplen Definition einen Fast-Bifunktor und es fehlt nur dieses einzige Formel. Das ist das Einzige, was jetzt überhaupt schief gehen kann in dieser Situation. So, wenn wir das jetzt mal hinschreiben, was das bedeuten würde, wenn ich das auf diese Kategorie anwenden würde. Also ich hätte ein Objekt 1a hier zwischen 2b und am Ende, ich muss das irgendwie ein bisschen enger machen, 3c. Und hier gehe ich mit dem Morphismus f1
G1 und hier mit F2, G2 lang. Diese Forderung ist jetzt folgende. Also wir haben auf der einen Seite K von F2, G2 verknüpft mit F1, G1. Ja, das heißt, ich verknüpfe diese beiden in dem Produkt schon. Dann habe ich quasi hier so einen Gesamtmorphismus von da nach da. Also aber im Ausgangsprodukt und wende dann K an. Oder ich wende K auf die Einzelteile an. Und verknüpfe die Ergebnisse. So, und dieses Axiom hier heißt, die beiden müssen gleich sein. Übrigens, was ich eben vergessen habe, wenn ich übrigens einen Bifunktor habe, liefert der ja auch so eine Schar. Ne, das ist ja völlig klar. Und dann kann man das beweisen. Dann gilt das. Das heißt, wenn ich einen Bifunktor haben will, muss das sowieso gelten. Insofern ist das als Ansatz nicht verkehrt. Und noch eine andere Anmerkung, ich kann natürlich das auch andersrum machen. Diese Definition, ne, dass ich jetzt hier mit F arbeite und da mit G, da brauche ich natürlich andere Objekte. Und bei einem echten Bifunktor sind die beiden dann gleich. Und dass die beiden gleich sind, werden wir gleich sehen, ist genau die Bifunktorbedingung. Aber wir wollen jetzt zeigen, dass die erfüllt sein muss, als dass die also nicht nur dann ausreichend ist, sondern sogar zwingend, dass man das sehen kann. Okay, also was machen wir jetzt? Jetzt haben wir hier diese beiden Ausdrücke und wie macht man das üblicherweise, wenn man rausfinden will, ob die gleich sind? Man wendet die Definition an. Ich habe jetzt hier eine Definition, die, also das ist jetzt mein erweitertes K, ne, weil ich das auf Paare von Morphismen anwende. Das heißt, ich nehme jetzt die und da spare ich mir jetzt mal irgendwelche Zwischenrechenschritte, sondern schreibe das einfach hin. Und damit ich nichts Falsches mache, muss ich das mal gerade hier vom Blatt ablesen. Ja? Was ich insgesamt benutze, ist diese Definition und die Funktoreigenschaft dieser Hälften, die wir schon kennen. So, diese beiden Ausdrücke müssen jetzt gleich sein und sie unterscheiden sich hier an dieser Stelle. Das ist der Unterschied. Was wir machen übrigens bei diesem Weg, wir können uns dieses hier vervollständigt vorstellen, indem wir die anderen möglichen Objektkombinationen hier mal hinschreiben. Was wir hier oben machen, ja, wir gehen erstmal mit G1, das hier, dann gehen wir erstmal hier lang, dann wenden wir G2 an, immer noch auf der Stelle 1. Dann gehen wir mit F1 runter und dann mit F2 hier runter. Also wir gehen sozusagen den Weg, den wir erreichen wollen, mit den Mitteln, die dieses Ding schon anbietet, in einem gewissen Sinne. Ne? Wenn man mal das hier als Teil von dem hier mit annimmt. Und bei dem Grünen gehen wir einfach einen anderen Weg. Also wenn ich diesen unteren gehe, also dann mache ich erstmal den gleichen. Und hier auch das Gleiche. Ja, das war ja, dass ich an der Stelle und an der Stelle habe ich sowieso den gleichen Term. Aber hier gehe ich jetzt erstmal mit F runter und dann mit G2 rüber. Das heißt, ich mache einen anderen Weg. So. Damit das jetzt ganz im Allgemeinen das Gleiche ist, was da rauskommt, weil F2 könnte ja auch die Identität sein, ne, und G1, also es muss ja für alles gelten, kann man sagen, generell müssen diese inneren beiden Teile für alle Objekte gleich sein. Ja, oder generell in einer solchen Situation muss dieses Diagramm hier, was ich mit diesen K-Scharen schon bilden kann, man denke da zum Beispiel als Beispiel an HOM, dieses Diagramm muss kommutativ sein. Und wenn man jetzt nochmal das sich schnell mal eben im Zeitraffer das HOM, das Kontravariant-Video anguckt, dann haben wir da genauso ein Diagramm mit lauter HOMs und das ist kommutativ, das haben wir da bewiesen. Das heißt, wir können sagen, die Forderung, und das ist nämlich dann diese Bifunktorbedingung, ganz im Allgemeinen muss gelten, die Bifunktorbedingung, die sieht jetzt schlimmer aus, als sie ist. Also wenn wir jetzt mal
das Bild von F mit F Stern und das von G mit G Stern bezeichnen, dann heißt das nichts anderes, als dass F Stern nach G Stern das gleiche ist wie G Stern nach F Stern. Also die Bilder von F und G auf diesen beiden Positionen sollen vertauschen. Und das ist genau die Formel, die wir im HOM, ich sage immer das HOM-Video, ich meine aber das Kontravariant-Dual-Video, schon bewiesen haben. Das haben wir schon bewiesen. Also es gilt für HOM, daraus folgt die wichtige Aussage, also das ist neben dem, dass wir jetzt wissen, warum etwas wie ist, haben wir auch noch bewiesen, was gut zu wissen ist, dass dieses HOM, wenn ich es als Ding auffassen will, was in zwei Variablen wirkt, tatsächlich ein Bifunktor ist. So, was ist jetzt mit diesen anderen Wegen? Die sind natürlich dann, kommen auch aufs Gleiche raus, das ist klar, ne? Wenn bei das in jedem ganz allgemein Rechteck gilt, dann gilt es sowieso in allen Rechtecken. Und diese anderen Wege entstehen dann, wenn ich hier die alternativen Ansätze genommen hätte. Ne? Also in Wirklichkeit habe ich natürlich ein Gesamtbild. Und es ist so, dass egal, wie ich das durchlaufe, von da nach da kommt immer das Gleiche raus. Bei einem Bifunktor. Nochmal, ganz wichtig, bei dieser Situation, die wir hier aufgebaut haben, ist dieses K genau auf den Diagonalen nicht definiert. Also hier gibt es die ja auch. Ne? Also es gibt ja auch noch diese Diagonalen in den jeweiligen Rechtecken. Da ist es nicht definiert. Also genau da habe ich das, wenn ich sage, das ist sozusagen eine partielle Zuordnung auf den Morphismen. Und durch diesen Ansatz schaffe ich diese Definition. Ein anderer Punkt ist, dass wir jetzt durch diesen Weg HOM auch auf Paare von Morphismen definieren können. Und das ist dann einfach nur die Anwendung des Ansatzes auf HOM. Ja, und weil wir diese Begriffe in dem Zusammenhang mit HOM schon eingeführt haben, können wir das jetzt sehr knapp schreiben und unser HOM auf alle Paare von Morphismen erweitern mit dieser einfachen Formel. Also diese ergibt sich dann wiederum, weil es ein Bifunktor ist, da draus. Oder schon durch den Ansatz, ist jetzt mal egal. So, jetzt ist noch die Frage, muss das so sein? Ja? Damit das ein Bifunktor ist. Also ja, also wir haben ja gesagt, damit das gilt, muss das gelten und dann kommt raus, das muss für alle solche Vierecke gelten und nicht nur für diese und bei diesen komplizierten Formeln hier kann ich ja hier auch die Identitäten einsetzen, das heißt, es kommt diese Bedingung raus. Umgekehrt, wenn ich einen Bifunktor habe, kann ich sie beweisen mit den Funktorachsiomen. Das heißt, sie ist wir können dann zeigen, das haben wir dann auch schon gezeigt, dass dann alle Axiome erfüllt sind. Also das ist sozusagen ein Satz, dass eine solche Schar ist ein Bifunktor, genau dann, wenn die Bifunktorbedingung erfüllt ist. Das sollten wir vielleicht nochmal hinschreiben. Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage nach einem Gegenbeispiel. Und das Gegenbeispiel zeigt nochmal, was schiefgehen kann. Und zwar nehmen wir dann das Produkt von C nach D und als Zielkategorie nehmen wir auch wieder C nach D. Wir haben die beiden Kategorien wie oben gegeben und bilden zunächst mal das Produkt der Objekte. Das Gegenbeispiel ist also ein K, das geht von C nach D, von C Kreuz D nach C Kreuz D. Mit diesen Cs und Ds. Die Forderung ist ja nun mal, dass ich auf den Buchstaben hier jeweils ein Funktor schon bin. Das heißt, ich habe diese Bilder der Morphismen gegeben.
Wir haben ja gesagt, dass wir die schon mal identifizieren über diese Definition. Die schadet eben einfach nichts. Das heißt, hier oben das Ding ist ID 1, G. Und hier unten habe ich ID 2, G. Diese beiden heißen E, IDA und E, IDA. Und die beiden heißen E, IDB und E, IDB. Und wir haben noch die beiden Diagonalen, die ich jetzt mal hier hinschreibe, abgekürzt als D, E, G und D als E, G. Das ist das Ausgangsmaterial. Und jetzt wollen wir einen K definieren. Ich weiß gar nicht, wie ich eben angefangen habe. Machen das so, dass das einfach im Wesentlichen die Identität ist. Das heißt, also hier habe ich ja auch gar nicht großartig andere Wahlen, weil ich habe ja gar nicht so viel Möglichkeiten. Also die Objekte sollen, ich weiß nicht, wie ich so reden soll, damit das möglichst klar ist. Okay, also ich schreibe jetzt erstmal die möglichen Zielobjekte hin. Ich lasse jetzt die Diagonalen hier weg, weil die können hier nicht vorkommen, weil das ja so eine Schar ist. Ne? Und jetzt sage ich, das K ist im Wesentlichen die Identität, außer, also K gleich Identität, außer, dass ich sage, K von E, IDB wird definiert als E-IDB. So, und K von E-IDB wird definiert als E-IDB. Mit anderen Worten, ich nehme die Identität, aber hier hinten vertausche ich bei den Bildern diese beiden. Und das kann ich tun. Ne? Passiert überhaupt nichts. Warum? Weil ich durch diese Scharen die hier immer nur isoliert betrachte. Also das muss halt ein Morphismus, ein Funktor sein, hier hinten. Wenn ich jetzt das B festlege, ne, dann muss das hier ein Morphismus sein, ist es aber. Da kann ja gar nichts passieren. Ich habe ja überhaupt keine Zusammenhänge. Es gibt überhaupt keine Formeln, die ich erfüllen muss. So, und wenn ich jetzt mit diesem K D definieren will, dann komme ich eben, also das Bild von den Diagonalen definieren will, dann komme ich eben in Verdrückung. Ja, weil nämlich jetzt, wenn ich jetzt diese Funktorbedingung hinschreiben will, ne, dann müsste nämlich, dann machen wir das mal gerade, oh, ist das alles kompliziert. Also, wenn ich hier den oberen Weg E, IDB nach K von ID 1, G. Das ist, also mit dieser Definition fast überall Identität und hier hinten vertauscht, was die Bedingungen, die wir hier haben wollten, erfüllt, prüfen wir nun die Bifunktorbedingung. Diese hier. Das machen wir einmal, indem wir den oberen Weg uns angucken und jetzt die Definitionen anwenden. Und K von ID, G, da sind wir ja noch die Identität. Das heißt, das ist einfach ID, G, ID 1, G. Und K von E, ID 3 ist E, IDB. IDB war das natürlich. So, und jetzt sind wir ja in der Zielkategorie, in der Produktkategorie. Da können wir ja mit diesen Paaren einfach rechnen. Das heißt, das ist nichts anderes als E, G. So, und wenn ich aber auf der anderen Seite das andersrum mache, ja, dann würde ich ja hier anfangen mit ID, bin ich hier unten, 2, G nach K von E, IDA. Also jetzt gehe ich erstmal hier und dann da lang. Das ist dieses Viereck, was kommutativ sein muss. Und jetzt rechne ich wieder aus. K von ID 2, G, da haben wir sowieso keine Wahl. Ne? Da mussten wir das so definieren. Aber K von E, IDA haben wir definiert als E, IDA.
Und jetzt können wir wieder innerhalb der Zielkategorie, also der Produktkategorie, rechnen. Da geht ja die Verknüpfung einfach komponentenweise. Das heißt, hier haben wir dann E, G. So, und die beiden sind ungleich. Ja, man könnte jetzt, also was heißt das jetzt hier? Hier sieht man, was passieren kann. Es kann passieren bei diesen Scharen, dass ich bei der Zuordnung, wenn ich diese isoliert betrachte, jeweils nur für ein festes D oder G, sozusagen die Gesamtzusammenhänge außer Acht lasse. Ich kann jetzt in dieser Situation das Bild der Diagonalen nicht konsistent definieren. Ja, der Ansatz, den kann ich natürlich machen und der führt dann auch zu einer nicht mehr partiellen, sondern vollständigen Funktion. Aber dieses, was dann entstanden ist, also ich habe hier auch die Diagonalen durch diesen Ansatz. Also das ist nicht das Problem. Ja? Ich kann das ja einfach hinschreiben. Ich bin ja hier in der Zielkategorie. Natürlich kann ich dann da die Verknüpfung bilden. Das ist dann aber so, dass für dieses dann vollständige Funktion diese Formel hier nicht mehr gilt. Ne? Weil hier, je nachdem wie ich gehe, unterschiedliche Werte rauskommen. Alles klar.